Ja, liebe Freunde, da sind wir zurück bei Dark Souls im Swap Weapon Mode mit dem Klaffdrachen direkt im Bosskampf, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ja, der will irgendwie nicht nach unten gehen, ne? Ganz komische Sache. Der nimmt keinen Schaden, der Affe. Das ist, geht doch ins Theater, du Affe. Ja. Fällt mir da spontan ein. Solltet ihr mal auf die Schweizer Straßen achten. Da hängen mitunter solche Schilder. Komische Sache. Ist aber so. Haben wir ein Foto gemacht. Kann ich posten. Kann ich beweisen, ne? So. Aufpassen hier, ne? Selbst das Schild macht mehr. Oh, scheiße. Ach Gott, das wäre schön gewesen, so eine Waffe hier. Vor allem, was? Das war der Schwanz. Ich hab mal einen Schwanz abgekriegt. Ist nicht schön, so einen Schwanz abzukriegen. So ein Schwanz im Gesicht ist echt unschön. Das sagt Upsani. Nee. Doch. Ja, vergesst es einfach. Vergesst diese Unterhaltung. Das ist, boah, scheiße. Ah, das macht doch hier Schaden, Mensch. Ja, das nicht mehr so sehr. Hoffentlich kriege ich den Schwanz nicht wieder ab. Renn doch mal ein bisschen, Mensch. Ja, ein Bogen. So, der Balken will und will nicht kleiner werden. Das ist unfassbar. Das, weil ich auch nur Dreckswaffen und Schilde kriege, ja. Scheiße. Das wäre fast wieder in der Hose, ja. Ja, und dann direkt so ein Kackding hier. Und manchmal geht die Framerate irgendwie ganz schön in den Keller. Das ist jetzt Fraps. Das ist, glaube ich, das Problem von Fraps. Aber Dark Story läuft mit Dark Souls auch nicht so ganz geil irgendwie. Also zumindest ist Dark Story mitunter noch unstabiler. Das liegt, glaube ich, am Programm selbst. Was nicht ganz so geil ist. Zumindest für manche Spiele ist es nicht ganz so geil. Sag mal, kannst du mir mal herrennen? Das ist sehr bedrängend, was du da tust. Klopf mal deinem Maul nach unten. Das ist... Der will mich nicht in Ruhe lassen, ne? Als ob ich... Der will mich besteigen. Als ob ich hier so ein Klaffdrachen-Frauchen wäre oder so. Weibchen, nicht Frauchen. Weg! Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich halte dir mein drehendes Schild in die Fresse. Und weg sind die Zähne, ja? Dann müsstest du mal zum Zahnarzt sehen, Unge. Das kann doch nicht wahr sein. Sag mal, was mache ich denn jetzt? Ich bin... Alter, und direkt neben mir fliegt seine Fresse nach unten. Und, ja, geil. Und jetzt treffe ich nicht mal und jetzt sterbe ich. Nein. Nicht mit mir. So. Kleiner Peitsche hier drauf. Ja, so hat er es gern. Katsching, genau. So läuft das. Alter Vater, ey. Und ich glaube, ich sollte mal die Waffe wechseln. Da muss ich natürlich aufpassen, dass ich Waffe in Gefahr. Ja, du bist in Gefahr, ey. So, wo ist denn der? Der hinten. Okay, dreht er gerade durch. Dann nehme ich einfach mal das Ding in die Hand. Okay, sehr schön. Dann ist die Durability jetzt auch wieder nach oben. Das ist ein Problem der Mod irgendwie, dass die Waffe an Haltbarkeit verliert, obwohl ich die Waffen ständig wechsle. Siehst du, jetzt mache ich nämlich auch Schaden hier, Affe. Ja, nein! Alter, das war... Zum Kotzen. Göttliche Glut, ja, am Arsch. Das war doof, ey. Jetzt habe ich es mir echt... Ja, dreimal angegriffen und ja, das war doof. Und ich glaube, mir ist jetzt das passiert, da habe ich echt gar nicht drauf geachtet. Jedes Mal, das habt ihr bestimmt schon in den Comments geschrieben, zumindest in dem gestrigen Part dann, ist wahrscheinlich einfach die Haltbarkeit so niedrig gewesen, dass ich keinen Schaden mit keiner Waffe gemacht habe. Und deswegen hat der Bosskampf so lange gedauert. Will ich mal annehmen. Weil ich habe ja auf einmal ziemlich krassen Schaden gemacht, seitdem ich da die Waffe gewechselt habe. Und ich will mal meinen, dass es damit irgendwie zusammenhängt. Sollte man oft im Auge behalten. Ist bei der Mod halt echt ein bisschen kacke. Aber Möwe hat ja alles mögliche schon ausprobiert. Wir hatten ja die Diskussion unter den 9. Part schon, dass man zwar alles reparieren könnte irgendwie jedes Mal, das würde aber wiederum zu viel Geld kosten. Oder... halt die Pyroflamme, die aber halt scheinbar doch auch eine Haltbarkeitsstufe hat.
sprich auch nicht so doll dafür geeignet wäre, das Ding jetzt einfach mal zu nehmen. Ja, dass es diesen Bug, nenne ich es jetzt mal, außer Kraft hebelt, ja. Von daher alles echt ein bisschen kacke. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir eine anständige Waffe kriegen. Ich hole mal die Seelen zurück hier. So, jetzt muss er bloß mal sein Köpfchen. So. Jetzt wechselt er die E wieder, ja. So, jetzt macht er nämlich echt mal ein bisschen... Okay, das war wieder ein klitzekleiner Fehler. Ja, doof, ey. Das... Es ist spät, Mann, okay? Das ist, kann alles mal passieren. Das war echt doof, ey. Na komm, das schafft man den Partner, ja. Das will ich jetzt mal so halb versprechen. Das war ein bisschen doof. Ich werde dann immer so übermütig mitunter. Also gerade bei dem Boss irgendwie. Alter, geh mir doch aus der Sonne, du Drecksvieh. Kann ja nicht wahr sein. So. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ich bin da guter Dinge. Was ich nicht so glaube, dass es gut wird, ist die Schandstadt. Das wird ein Spaß. Diesmal alleine, diesmal ohne wirkliche Bögen, die man nutzen kann, mache ich ja generell eh wenig, aber in Schandstadt mache sogar ich das, denn die komischen Giftpfeile da sind halt echt nicht so geil, wenn man die halt abkriegt, ne? Na, es kann echt ein Spaß werden. Aber es ist zum Glück nicht Jakomod, von daher, vielleicht wird es ja dann doch entspannterer, als man denkt, ne? Weiß man nicht. Entspannter, ja. Entspannterer Rest. So. Jetzt habe ich eine schöne Sense, aber... Okay, jetzt. Komm. Sehr schön. Einfach mal ins Gesicht. Jetzt bin ich ängstlich. Angstvoll, würde ich sagen. Es ist spät. So, jetzt nochmal auf den Schwanz draufhauen. Ja, wenn ich ihn treffen würde. Sehr schön. So. Ich weiß aber nicht, wann er die Schwanzattacke macht. Also durch den Schwanzhieb. So, passt das, passt das, passt das, passt das? Nein, es passt nicht. Ach, kacke, Mann. Genau in dem Moment habe ich halt den scheiß Bogen drin. So, einfach mal auf den Hintern klapsen. Das läuft immer sehr schön. So, weg. Jetzt bin ich wieder Wolverine. Aber nicht mehr lange. Ja, toll. So, das sieht doch nach passablen Schaden aus, Mensch. Und ich meine, die Waffen hatte ich alle vorhin auch schon und die haben nicht so einen Schaden gemacht. Deswegen, jetzt kommt das Drecksschild, ey, würde mich denn alle nur verarschen. Und selbst das macht 40 Schaden. Ja, dann sollte man sich schon irgendwie Gedanken machen. Habe ich echt nicht drauf geachtet an. Ich habe da echt nicht mehr dran gedacht. Siehste, macht auch Schaden. Scheiße. Okay, mit einer Faustwaffe kann man dreimal angreifen. Das läuft. Kommt halt echt immer auf die Schnelligkeit der Waffe an. 14. Geil. Das hier ein bisschen mehr. Aber auch nicht so die Welt. So, das Schwarzeisenschild oder so. Keine Ahnung. Oh, wow, wow, wow. Das ist nicht euer verdammter Ernst. Oh Mann, ey. Ficken, ey. Scheiße, hier ein bisschen. Kotzen, ey. Kotzen. Ganz geil. Es ist doch unfassbar. Beim Agromod habe ich nicht so lange gebraucht, glaube ich. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich bin da zu der Zeit, glaube ich, sogar zu Gamescom gefahren, wo wir hier... Kann der mal aufhören, irgendwie mir Armbrüste auszurüsten? Das ist... Also, wenn du da einmal R1 drückst, ja, oder beziehungsweise Nee, wie heißt das? RB. Meine Seelen sind verloren. 2000 Seelen für den Hintern, aber ist ja an sich nur ein halbes Level. Ist nicht so ganz schlimm. So. Jetzt weg mit dir. So, 60 Seelen, yay. Das ist ein Traum. So, dir gebe ich jetzt auch eins auf die Nase. So, mehr willst du nicht, ne?
Der ist schon fast down, ey. Mit einem Schlag ist der fast kaputt gewesen. Nee, das Pyramid Head Schwert sieht ein bisschen anders aus. Leider Gottes. Das Pyramid Head Schwert ist vergleichbar mit dem Schlechter- oder Schlachtermesser. Was ich auch in Demon's Souls im Durchlauf 1 hatte. Sehr cooles Ding. Ist von, zumindest in Dark Souls, von Miralda. Nee, nicht Miralda. Wie heißt denn die? Miranda, denn sie will, will ja. Nee, wie heißt denn die? Irgendwie die Blutige, keine Ahnung. Oder die Henkerin? Nee, die Henkerin ist ja aus Demon's Souls. Ach, ich bring das alles durcheinander mittlerweile. Ja, weiß ich nicht. Marzo Thomas würde jetzt sagen, als ob du dich mal mit der Story auseinandergesetzt hast. Ja, das ist vollkommen richtig. Habe ich nicht. Mir wird immer nur viel erzählt und ich versuche mir Sachen zu merken und dann bringe ich Sachen durcheinander, weil ich mir Sachen merke. Also, das ist sehr doof. So, hier, Sonnenschild. Das Schild von Solaire. Das weiß ich. Ja, Armbrust, die mich schon 10.000 Mal zum Verderben gebracht hat. Das ist die Armbrust des Verderbens. So, Peitsche. Auf den Hintern. Bis du blutest. So. Und das hat mich vorhin getötet. Und das kann man echt, also das kann ich echt scheiße einschätzen. Ich weiß immer nicht, wo zur Hölle springt der da eigentlich hin. So. Jetzt bitte weg. Und wir versuchen den jetzt schnellstmöglich irgendwie kaputt zu hauen, denn wir wollen in die Schandstadt, also müssen. Wollen, von wollen ist ja keine Rede. Ja, geil. Das ist zwar das schöne Schwert, ey. Und ich hab's verpasst. So, da war der Schwanzhieb. Das Ding können wir in zwei Hände nehmen. Aber er kommt nicht. Ja, er kommt nicht. Aber das können wir auch so nutzen. So, das macht auch Schaden. Wie wilde. Wie die wilde Hilde. So. Weg. Und ja, nicht unter die Füße kommt. Das ist immer ganz schlecht. Am Arsch. Blutfleck berühren. Ich will nicht sehen, wie andere hier vor mir gestorben sind. Das ist sehr niederschmetternd. So. Komm, jetzt. Ja, Peitsche. Nehme ich auch. So. Ist nicht ganz so schnell, das Ding. Hätte ich gedacht, dass es schneller ist, das Ding. So. Jetzt haben wir das Teil. Und auf den Hintern damit. Ja, geil. Macht nicht so viel Schaden. Ich habe jetzt immer irgendwie oben links noch mit dem Blick, denn ist immer sehr kacke, wenn dann die Haltbarkeit auf Null ist und man das nicht irgendwie so richtig merkt. Ist mir ja schon passiert. Scheiße. Aber es wird langsam. Es wird. Bloß nicht jetzt die Nerven verlieren hier. So. Ja, extra nochmal in die Luft geschlagen. Soll Glück bringen, habe ich gehört. In manchen Teilen des Landes. Und komm. Ach, scheiße, Mann, ey. Armbrust, ja. Zum Glück habe ich da jetzt nicht nochmal RT gedrückt. Das wäre jetzt mein Ende gewesen. Mal wieder. Durch eine Armbrust. Durch die gleiche Armbrust, glaube ich sogar. Nur, dass die diesmal verzaubert war. Alter Vater, ey. Kriege ich aber echt. Und jetzt wieder das schöne Ding, ja. Und ich kann es nicht nutzen. 250 Schaden für einen Arsch war das, ja. Beziehungsweise 500, wenn ich zweimal angegriffen hätte. Aber dafür das hier. Nein, 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 nein. Kacke. Ich krieg doch zu viel. Ich krieg zu viel. Ich brauche Schnaps. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Ach, das ist doch zum Kotzen, ey. Ich kotze. Liebe Freunde, das ist echt Müll. Wir gehen jetzt mal zum Boss und der muss diesmal liegen. Der muss beim nächsten Mal liegen. Es geht nicht anders. Ja, sonst muss ich mich irgendwie, keine Ahnung, im Wald vergraben oder so. Da kann ich mich nie wieder blicken lassen draußen, ne? Das ist sehr... Ne, wir haben 14 Minuten, also... Ich werde hier mal angemault, dass ich hier so überpünktlich Schluss mache. Die Leute schreien schon nach einer halben Stunde. Oder nach einer halben Stunde, ja. Na, eine halbe Stunde mit mir am Stück, das haltet ihr doch gar nicht aus am Tag. Dreht ihr doch durch, ja. Sunny ist schon wahnsinnig geworden, ja. Und die kriegt mehr als eine halbe Stunde, ja. Wollt ihr, dass ihr so endet? Ja, 24-7, ja, das... Haltet ihr nicht durch.
Das haltet ihr nicht durch. Ja. Nein, ich mache keinen 24 Stunden Livestream oder sowas. Das ist, wird es niemals geben. Denn dann halte ich mich nicht mal mehr aus, ja. Das kriege ich nicht hin. Dreh ich durch. Naja. So, wir gehen jetzt noch schnell zum Eingang hier. Und ich sag schon mal Tschüss. Wir sehen uns morgen wieder, 16 Uhr. Hoffentlich dann mit dem, ja, toten Klaffdrachen und dem Eingang zur Schandstadt. Wo es im Prinzip erstmal so richtig losgeht. Wo das Geflänne dann losgeht und, ja, ich mich wahrscheinlich letztendlich doch im Wald vergraben muss, ne? Darauf wird es hinauslaufen. Ja, ich sag Tschüss, bis morgen, macht's gut.